Wenn am Mobilfunk irgendwo irgendetwas gefährlich wäre, dann müsste man doch alle krank sein. Denn fast jeder und jeder von uns hat ein Handy oder ein Smartphone oder irgend sowas. Also, ich hoffe, die meisten von Ihnen sind kerngesund. Wie steht das? Ich glaube, da hilft der Vergleich mit dem Rauchen. Beim Rauchen war es ja vor einiger Zeit sogar strafbar, wenn man gesagt hat, Rauchen schadet der Gesundheit. Und heute steht es in der einen oder anderen Form auf jeder Zigarettenpackung. Der Vergleich mit dem Rauchen hilft auch weiter. Es gibt viele Raucher, die sind alt, Kettenraucher und zumindest äußerlich kerngesund. Denken Sie an unseren Altbundeskanzler Schmidt, den man am Schluss ja gar nicht mehr klar fotografieren konnte, weil er immer hinter einer Rauchwolke war. Und so ist es bei uns auch. Die meisten, die ein Handy benutzen oder ein Smartphone, sind gesund, hoffe ich wenigstens. Und, aber ein paar erwischt es. Wie viele? Das ist eine Diskussion, je nachdem, wo man die Grenzen sieht. Es gibt offizielle französische Verlautbarungen von der Regierung, die sagen, es sind 5%. Die deutsche Einteilung ist etwas anders. Offiziell sind es etwa 7%. Dabei sind allerdings Krankheiten mitgezählt, die ich nicht drunter nehmen würde. Also es ist, sagen wir mal, im einstelligen Prozentbereich. Die, die schwer geschädigt sind, sind zum Glück noch mal deutlich weniger. Schauen wir uns einfach einmal konkret an, wie sieht es denn aus, wenn jemand irgendeiner Funkquelle ausgesetzt ist. Das kann ein Mast gegenüber sein, das kann zum Beispiel auch das Schnurlostelefon im eigenen Haus sein oder was immer. Dann kommen Beschwerden, die völlig unspezifisch sind. Und hier muss ich gleich den Bogen spannen. Ich habe gesagt, das kann eine Quelle im eigenen Haus sein, das kann eine Quelle von außen sein. Wie steht es denn mit 5G? Ich spreche jetzt allgemein von Schäden durch Funk. Denn bei 5G wird es in drei Stufen gehen. Die erste Stufe, die heute ausgebaut ist, wenn schon Teststrecken da sind wie in München und in etlichen anderen Orten, das sind Frequenzen, die bisher schon verwendet worden sind. Das heißt, alles, was wir über den bisherigen Funk und seine Schäden wissen, trifft hier auch zu. Das sind grob genommen die alten 4G-Frequenzen um die 800 MHz rum. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil bei 5G ist das, was vor kurzem versteigert worden ist. Frequenzen 3,4 bis 3,8 GHz grob genommen. Das ist jetzt noch kaum in Betrieb. Es gibt ein paar wenige Testbetriebe, aber im Allgemeinen noch nicht. Auch hier sind die Schäden im Wesentlichen gleich. Und dann gibt es in Zukunft, das ist jetzt noch nicht der Fall, bei 26 GHz neue, ganz neue Frequenzen, die bisher in dieser Form noch nicht genutzt worden sind. Da müssen wir neu überlegen. Ich werde am Schluss vom Vortrag kurz darauf eingehen. Also nochmal, jetzt der erste Teil beschäftigt sich mit dem Teil von 5G, der im Prinzip in ähnlicher Weise auch heute schon durch den Mobilfunk dargestellt wird. Allerdings gibt es bei den einzelnen Frequenzen durchaus Eigenheiten. Das sind Details, auf die gehe ich heute nicht ein. Das würde einfach in einer guten Stunde nicht machbar sein. Gut, also jetzt nochmal zu diesen allgemeinen Schäden. Was passiert, wenn eine Funkquelle angeschaltet wird? Wie gesagt, die allermeisten Leute merken zum Glück nichts. Bei einigen wenigen gehen spezifische Schäden los. Das sind zum Beispiel Kopfschmerzen, das sind Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen und andere Dinge. Zum Teil wird es dann heftiger, aber nicht sofort, das dauert eine Zeit. Wenn jetzt so ein Mensch zum Arzt geht, dann ist der Arzt in einer schwierigen Lage. Es gibt ungefähr 2000 Ursachen für Kopfschmerzen.
wie soll der Arzt wissen, was genau da ist? Und die Ärzte sind nicht so naiv, wie ich es jetzt darstelle. Die haben schon ihre Methoden. Aber trotzdem, es ist schwierig für einen Arzt, diese Quelle zu finden. Er kann eine Wahrscheinlichkeit abdecken, indem er misst oder messen lässt. Das tun die wenigsten. Oft ist es so, wenn so ein Mensch sagt, ich habe Beschwerden, Konzentrationsstörungen, Kopfschmerzen, all das, was hier steht, dann sagt der Arzt, ist ja klar, man sieht den Funkmasten gegenüber und dann regst du dich so auf, dass du nicht mehr schlafen kannst. Und wenn du nicht mehr schlafen kannst, ist klar, dass du dich nicht mehr konzentrieren kannst, Kopfschmerzen kriegst und so weiter. Und im günstigsten Fall bekommt er dann Schlafmittel, im weniger günstigen Fall Psychopharmaka. Dass das, also Entschuldigung, wenn ich jetzt so pauschal rede, das ist die allgemeine Tendenz, die den Ärzten von den Mobilfunkbetreibern in zertifizierten Fortbildungskursen beigebracht wird. Die Ärzte sind natürlich schlauer als die Kurven, als die Kurse, die ihnen da von der Industrie angeboten werden. Aber trotzdem, dass das nicht der richtige Punkt ist, das zeigt das nächste Bild. Ich glaube, Bäume haben kein psychisches Problem, wenn sie einen Mobilfunkmasten sehen. Und was hier klar rauskommt bei diesem Bild ist, die Bäume absorbieren, also verschlucken die Strahlung sehr stark. Kann man leicht feststellen, indem man vor dem Baum misst, nach dem Baum misst und den Unterschied sieht, der ist ja dann irgendwo im Baum verschwunden. Und das passiert bereits in der äußeren Schicht, und zwar nicht nur bei Laubbäumen natürlich nur, solange sie Laub haben, sondern auch bei Nadelbäumen. Und die Absorption ist so stark, dass schon nach eineinhalb Metern die Strahlung auf ein Niveau absinkt, dass es dem Baum nicht mehr zunächst unmittelbar schadet. Das heißt, die Sache ist so, dass der erste Teil des Baums geschädigt wird. Dann stirbt dieser Teil ab. Dann fehlt natürlich die abschirmende Wirkung der Blätter, die sind weg, weil es abgestorben ist, dann frisst es sich weiter. Und wenn Sie Bäume, die in der Hauptstrahlrichtung stehen, nicht irgendwo auf der Seite, sondern in der Richtung von der Antenne, wo sie am stärksten bestrahlt werden. Nur solche Bäume sind betroffen, aber die können Sie über die Jahre weg beobachten, wie sich die Schäden Meter für Meter durch den Baum durchfressen. Ein weiteres Bild ist das nächste aus Dresden. Das ist deswegen interessant, weil die linken Birken direkt im Hauptstrahl stehen, die sind bereits abgestorben. Aber bei den rechten oder bei der rechten ist oben die Krone abgestorben, der untere Teil nicht. Der untere Teil liegt im Schatten, im Funkschatten des Vordachs. Das Bild ist deswegen interessant, weil das derselbe Stamm ist. Es kann also nicht die Luftverschmutzung sein, die zu diesem Baumsterben führt, denn die Luft ist überall die gleiche. Es kann auch nicht irgendwas im Boden sein, Wassermangel, Giftstoffe im Boden, kann nicht sein, weil es der gleiche Stamm ist. Also sieht man, dort, wo durch Funk direkt bestrahlt wird, ist der Baum tot. Wo die Funkstrahlung etwas abgeschwächt ist, ist der Baum zwar nicht besonders gesund, aber immerhin, er lebt noch. Gut, es trifft natürlich nicht nur Bäume, es trifft sehr viele Pflanzen und auch Tiere. Fangen wir bei den Insekten an. Nach unserem sehr erfolgreichen Volksbegehren muss man fragen, warum haben wir nicht von vornherein von der ÖDP aus gesagt, wir wollen auch die Funkstrahlung mit einbeziehen in das Volksbegehren. Ganz klar, hätten wir das gemacht, dann hätten die Agrochemiker gesagt, ja, das ist die Funkstrahlung, wir brauchen nichts tun. Und die Funker hätten gesagt, das sind die Chemiker, wir brauchen nichts tun. Und am Schluss hätte Söder überhaupt nichts tun müssen. So haben wir wenigstens den Erfolg gehabt, dass wir die Lebensräume der Tiere, speziell der Insekten, erweitern konnten und die Agrochemie etwas eindämmen können, was vor allem
die Agrarindustrie betrifft. Also nicht den einzelnen Bauern, es ist eigentlich das Ziel, die industrielle Landwirtschaft hier etwas einzustimmen. Aber das ist ein anderes Gebiet. Schauen wir uns an, wie die Funkstrahlung wirkt. Es gibt viele Lebewesen, Bienen, viele Insekten, Vögel, auch wir Menschen, die Zellen haben, die Eisen enthalten. Und dieses Eisen ist leicht magnetisiert, ganz schwach. Aber wenn es magnetisiert ist, versucht es sich natürlich nach dem Erdmagnetfeld auszurichten. Und wenn jetzt um diese Zellen herum Nervenzellen sind, dann merkt das Tier aufgrund des Drucks, in welchem Winkel zum Erdmagnetfeld es fliegt. Bei den Insekten ist es so, dass die Arbeitsbienen ja den nachfolgenden Bienen über den Schwänzeltanz beibringen, wo eine Tracht zu finden ist. Das heißt, die Bienen zeigen relativ zum Sonnenstand, aber auch relativ zum Magnetfeld der Erde an, wo sie hinfliegen müssen. Und die Orientierung am Magnetfeld der Erde ist wichtiger, denn die Sonne wird manchmal durch Wolken verdunkelt und dann ist die Richtung unscharf. Und beim Regen oder so ist es sowieso aus. Es gibt Fälle, dass die Bienen länger unterwegs sind und der Sonnenstand sich ändert. Das verlässlichere Orientierungsmittel ist das Erdmagnetfeld. Und da gibt es bei Funkstrahlung ein Problem. Die Älteren von Ihnen kennen ja wahrscheinlich noch die Magnetbänder mit den großen Spulen. Und die konnte man ja öfter verwenden. Man musste aber zuerst das alte Band löschen. Bei den neueren Bandmaschinen war es ja so, dass dieser Löschkopf gleich eingebaut war. Aber wie hat der funktioniert? Die haben Hochfrequenz auf den Löschkopf gegeben, der das Band entmagnetisiert hat. Und genau der Effekt ist es auch, der über Funkstrahlung diese Eisenzellen, die die Bienen, Vögel und so weiter haben, entmagnetisiert. Bei den Bienen ist es so, wenn die dann in ein starkes Mobilfunk- oder anderes Funknetz kommen, verlieren sie die Orientierung, finden nicht mehr nach Hause, verenden. Die Vögel haben ja ein noch sehr viel genaueres Orientierungsvermögen. Sie denken zum Beispiel an Störche, wenn die ins Winterquartier fliegen, 1000, 2000 Kilometer, müssen die ja beim Rückflug genau wieder ihr Nest finden. Eine fantastische Leistung der Orientierung. Nur haben die Vögel den Vorteil, dass sie meistens sehr viel höher fliegen. Das heißt, dass sie von diesen Feldern nicht so stark beeinflusst werden. Aber es ist beobachtet worden, dass auch Vögel durchaus die Orientierung verlieren, wenn sie durch Sender, in dem Fall meistens durch Rundfunksender, gestört werden. Also dieser Effekt ist bekannt und hat sicher einen großen Beitrag zum Bienensterben. Nicht nur Bienen, andere Insekten wurden beobachtet, die genauso gestört werden. Und der zweite Teil bezieht sich auf den Teil von 5G, der hochfrequent ist. Ich habe ja vorher gesagt, 5G hat drei Stufen. Und die eine Stufe davon ist eben die höchste Frequenz, die jetzt noch nicht verwendet wird. Dort ist es so, dass die Wellenlänge oft in der Größenordnung der Gliedmaßen von irgendwelchen Insekten ist. Fühler, Beine, ganze Körper des Insekts. Und dann wirken diese Teile als Antennen. Das heißt, die nehmen sehr viel mehr Energie auf, als rein vom Energiefluss her zu erwarten wäre. Und das bedeutet, dass diese Teile, Körperteile erhitzt werden und auch eine kleine Temperaturerhöhung für Insekten hat unheimlich große Schäden. Das heißt, auf diese Weise werden die Insekten ebenfalls gestört. Bleiben wir nicht nur bei den Insekten. Gut untersucht sind natürlich Haustiere oder Nutztiere, zum Beispiel Kühe oder Schweine. Da gibt es
mehrere Beobachtungen. Das erste, was die Bauern stört, sind logischerweise die Fruchtbarkeitsstörungen. Ich war selber an einer Untersuchung beteiligt, die 12.000 Ferkel eingeschlossen hat, 7.000 davon als Kontrollgruppe nicht bestrahlt, 5.000 bestrahlt. Gleiche Bauernhof, gleiches Futter, alles gleich, nur zu einem bestimmten Zeitpunkt wurde der Mobilfunkmast eben in Betrieb gesetzt. Und da gab es solche Fruchtbarkeitsstörungen bei den Sauen, dass die Wirtschaftlichkeit des Betriebs darunter gelitten hat. Der Bauer musste wahnsinnig umstrukturieren, aufstocken, abschirmen, damit er überhaupt wirtschaftlich zurechtgekommen ist. Der zweite Punkt ist, dass Mutterkühe blinde Kälber gebären, wenn sie während der Trächtigkeit stark bestrahlt werden. Auch der Effekt ist Ihnen eigentlich im Prinzip bekannt. Bei den Mikrowellenherden steht irgendwo in der Bedienungsanleitung, meistens im Kleindruck, schauen Sie nicht in den Herd herein, wenn er angeschaltet ist, weil die Türe nicht sicher abschirmt. Wenn starke Strahlung ins Auge kommt, wird die Linse getrübt. Man nennt das Katarakt. Und das passiert eben auch bei den Kälbern. Und der Fall, der hier als erstes erwähnt wird, bei Stürzenegger, ist deswegen interessant, weil der Mobilfunksender in der Nähe manchmal an- und manchmal abgeschaltet wurde. Und man hat dann mit entsprechender zeitlicher Verzögerung gesehen, wenn er an war, sind blinde Kälber geboren worden. Wenn er aus war, waren die Kälber ganz normal. Also das ist ein Vorgang, der so überzeugend war, dass es hier mehrere wissenschaftliche Arbeiten darüber gegeben hat. Eine davon habe ich hier zitiert. Verringerung der Milchleistung ist klar. Wenn der Hormonspiegel der Tiere durcheinander kommt, dann geht natürlich auch die Milchleistung zurück. Mich persönlich betroffen haben, gemacht haben die Missbildungen. Ich gehe wieder auf diesen Fall mit den 12.000 Ferkeln zurück. Da hat es Missbildungen gegeben, die vorher auf dem Bauernhof die ganzen Jahre noch nie aufgetreten sind. Bei Ferkeln gibt es immer bestimmte Arten von Missbildungen, Afterlosigkeit, Zwitter, das ist normal. Aber auch diese normalen, in Anführungszeichen, Missbildungen haben sich verzehnfacht unter der Bestrahlung. Und es sind völlig neuartige Missbildungen entstanden. Ich zeige Ihnen ein paar Bilder, nur kurze Zeit. Da sind sie. Gut, was auch bei diesen Bildern sehr störend ist, dass ich gemessen habe, wie stark war die Bestrahlung. Vor dem Einschalten des Senders, diese Messung stammt nicht von mir, das ist eine offizielle, amtliche Messung, war es weniger als ein Mikrowatt pro Quadratmeter. Sie brauchen sich die Bezeichnung Mikrowatt pro Quadratmeter nicht merken, sagen wir eines. Nach dem Anschalten waren es ein paar hundert. Der Spitzenwert, den ich gemessen habe, einsamer Spitzenwert, waren 1200. Normalerweise waren es deutlich weniger. Und der deutsche Grenzwert liegt bei 4,5 Millionen. Und da sehen Sie, dass es einfach ein Schwindel ist, wenn die Leute sagen, unter den Grenzwerten ist man sicher. Oder schlimmer, es ist öfter vorgekommen, nicht nur einmal, dass in Bayern Leute sich beschwert haben über Störungen, körperliche Beschwerden durch einen nahen Mobilfunkmasten. Und dann ist die Prozedur immer die gleiche. Dann kommt das Landesamt für Umweltschutz oder irgendeine andere Abteilung des Umweltministeriums mit einem Messtrupp. Das sind ausgesuchte Leute und die kommen dann und messen und sagen, was wollt ihr denn, das kann gar nicht daher kommen, wir haben ja nur 3% vom Grenzwert. Und das hier ist weniger als 3% vom Grenzwert. Sie sehen also, wie wir, entschuldigen Sie, wenn ich das so sage, an der Nase herumgeführt werden. Es trifft nicht nur Ferkel, dieses Bild zeigt links ein Kalb, das einen Tag nach der Aufnahme verändert ist an Deformationen der inneren Organe. Das rechte Bild hier zeigt auch ein Kalb. Schauen Sie die Hufe an.
Jetzt habe ich über Tiere gesprochen, nur ein paar ausgewählte Dinge herausgenommen. Das betrifft natürlich auch Menschen. Und eine Schnittstelle zwischen Tieren und Menschen, wo man bei beiden gut beobachten kann, ist die Qualität der Spermien. Ich zitiere hier mehrere Arbeiten, die an Männern gemacht werden, wurden. Die Experimente sind immer die gleichen. Man sucht sich eine Gruppe junger, kräftiger Männer und verbietet ihnen einige Wochen überhaupt jede Betätigung mit Handy, Smartphone oder Ähnlichem. Und dann misst man die Spermien. Und dann gibt man ihnen ein Handy, das müssen sie ständig angeschaltet in der Hosentasche mittragen und am Tag 20 Minuten oder irgendeine Zeit telefonieren. Und dann misst man nach ein paar Wochen wieder die Qualität der Spermien. Was dabei herauskommt, sehen Sie am nächsten Bild. Sowohl die Zahl als auch die Form und die Bewegung der Spermien ist verändert. Jetzt werden Sie fragen, was soll die Beweglichkeit hier? Ich vergleiche die Spermien immer mit Marathonläufern. Denn im Vergleich zur Größe des Spermas und dem Weg, den die zurücklegen müssen, ist ein ungeheuer großer Unterschied. Und wenn die Beweglichkeit der Spermien gestört ist, dann heißt das in der Praxis Unfruchtbarkeit. Das ist ein Punkt, der sehr gut in mehreren Artikeln untersucht worden ist. Am besten ist wohl der Übersichtsartikel, der hier zitiert worden ist. Jetzt habe ich einfach zwei Dinge rausgeholt an Schäden, die entstehen können. Wenn man so etwas vorträgt, dann kommt die Wirtschaft von vornherein und sagt, kann ja gar nicht sein. Es kann nur ionisierende Strahlung machen, nicht ionisierende Strahlung kann keine Schäden machen. Die Wirtschaft, die Mobilfunkindustrie rechnet einfach damit, dass die Zuhörer so wenig wissen, dass sie nicht wissen, was ionisierende und nicht ionisierende Strahlung ist und so kann man die Leute leicht einlullen. Was ist da tatsächlich dahinter? Ionisierende Strahlung heißt auf Deutsch gesagt radioaktive Strahlung, Röntgenstrahlung, dieser Bereich. Nicht ionisierende Strahlung sind Radiowellen, Lichtwellen, Wärme gehört dazu, UV-Licht. Dass UV-Licht Schäden macht, ist eigentlich bekannt. Also ist, wenn jemand nur ein bisschen eine Ahnung hat, diese Behauptung der Mobilfunkindustrie von vornherein als falsch, als Lüge entlarvt. Ich betone als Lüge, denn die haben ja Physiker zur Verfügung. Aber wir kennen den Mechanismus genau, der die Schädigung bei Rundfunkwellen oder allgemein bei Funkwellen verursacht. Und das zeigt das nächste Bild. Die grundlegende Arbeit dazu kommt von den beiden Bohrs, Henrik und Jakob Bohr. Das sind beides Enkel von dem bekannten Atomphysiker Niels Bohr. Und zwar geht es hier im Wesentlichen um Proteine. Proteine sind sehr lange Moleküle, ein wesentlicher Baustein des Lebens, aber die sind nicht langgestreckt Fäden, sondern die sind, wenn sie biologisch wirken, irgendwie von außen sieht es aus wie ein Gäuel. Aber die genaue Form dieser Proteine ist sehr oft für deren Wirksamkeit wichtig. Und wir schauen hier speziell eine Sorte von Proteinen an, die mehrere spiralenförmige Teile hat. Diese Spiralen werden durch sogenannte Wasserstoffbrücken zusammengehalten. Da stehen an der einen Seite zum Beispiel Wasserstoffatome ein bisschen heraus, sodass eine positive Ladung nach außen steht. An einer anderen Stelle in der Nähe steht eine negative Ladung nach außen. Die beiden ziehen sich an, sehr schwach, weil der Abstand groß ist, aber sie ziehen sich an und halten die Spirale in Form. Wenn jetzt da Funkstrahlung draufkommt, können Sie sich vorstellen, was passiert. Die fangen an zu schwingen, und zwar entgegengesetzt. Und wenn die Schwingung so groß wird, dass die Bindung nicht mehr ausreicht, dann verliert die Spirale ihre Steifigkeit. Und je nachdem, wie weit sie auseinanderkommt, findet sie nach Abschalten entweder in die ursprüngliche Form zurück, oder wenn sie zu weit auseinander sind, dann
findet sie nicht mehr zurück und bleibt deformiert. Das habe ich versucht, in dem nächsten Bild darzustellen. Hier sind also die beiden Ladungen weiter auseinander und die Spirale verliert ihre Form. Jetzt, wo spielt das bei uns Lebendigen eine Rolle? Dazu schauen wir uns eine Zelle an. Das alles außen herum soll eine Zelle sein. In dieser Zelle schwimmen viele Teilchen rum. Ich habe hier speziell die Calcium-Ionen angezeichnet. Das sind diese kleinen gelben Kugeln. Die Zelle hat einen Zellkern und um den Zellkern herum ist eine Zellmembran, hier blau dargestellt. Und die Zellmembran hat Löcher. Löcher, die jeweils nur eine bestimmte Sorte von Teilchen durchlassen. Hier sind nur die Löcher für Calcium dargestellt. Aber diese Löcher sind verschlossen. Denn außen haben wir viele Calcium-Ionen, innen drin praktisch keine. Wenn jetzt hier wir diese Löcher genauer anschauen, dann sehen wir im nächsten Bild hier die Zellmembran, wieder blau dargestellt wie im letzten Bild. Hier so ein Loch und der Stopsel in dem Loch, das ist ein Protein mit mehreren solchen Spiralen, die eben dann steif sind und die Calciumionen nicht durchlassen. Wenn Funkstrahlung kommt, verlieren diese Spiralen ihre Steifigkeit. Und dann sieht das so aus, rechtes Bild. Dann machen die den Kanal praktisch auf und die Calciumionen können einströmen. Was macht das? Nehmen wir mal an, das ist eine Nervenzelle. Dann wissen Sie, dass die Nervenleitung eine Kombination ist aus elektrischer Leitung und chemischen Reaktionen. Die Calciumionen sind positiv, sogar doppelpositiv geladen. Das Innere ist überwiegend negativ. Es gibt einzelne positive Ionen, aber überwiegend negativ. Aber die Ladung im Inneren ändert sich natürlich massiv, wenn jetzt viele Calciumionen da einströmen. Und das bedeutet, dass wir einen elektrischen Impuls auf die Nervenzelle haben, der wird weitergeleitet. Wenn diese Nervenzelle zufällig ein Schmerznerv ist, dann entsteht ein Schmerz, logischerweise. Und diese Schmerzen werden natürlich besonders dann stark sein, wenn die Funkstrahlung einen Impuls hat. Unsere normale Handystrahlung hat mehrere solche Pulse. 216 Mal, 217 Mal in der Sekunde, das ist hier nicht so relevant. Wichtig sind die Impulse 8 Mal in der Sekunde und etwas langsamer als eine Sekunde. Und dann ist es so, dass diese Leute einen Schmerz bekommen. Zum Teil ist es dann wirklich so, dass die ständig mit dem Takt von einer Sekunde einen Schlag auf den Kopf bekommen oder fühlen. Das kann so schlimm werden, dass die Leute den Schmerz einfach nicht mehr aushalten. Ich weiß von einer ganzen Reihe, nicht nur von Einzelnen, von Selbstmorden, die es einfach nicht mehr geschafft haben, die die Schmerzen nicht mehr ausgehalten haben. Das ist erschütternd, wenn man denkt, dass unsere Leute sagen, ja, die paar, die stören uns nicht und wir bauen das trotzdem aus. Das ist aber nicht nur bei den Schmerzzellen wichtig. Es gibt noch eine ganze Reihe anderer Effekte. Ich nehme nur die chemischen Reaktionen noch raus. Das ist hier versuchsweise dargestellt. Links oben die Funkstrahlung, die Calciumkanäle aktiviert in der Zellmembran und die dann durch die Calciumionen chemische Reaktionen verursacht. Dazu nehme ich zwei Gruppen raus. Rechts oben das Kästchen mit der NO, Stickoxide. Diese Stickoxide gehen auf die Mitochondrien. Das sind die Kraftwerke der Zellen, wenn Sie so wollen. Die werden geschädigt. Das heißt, die Zellen haben weniger Energie. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass die auf die Hormonproduktion wirken. Und hier muss ich sagen, vor allem nachts ist diese Produktion wichtig. Das heißt, es ist nicht egal, ob man untertags oder nachts bestrahlt wird. Nachts ist man in diesem Bereich besonders empfindlich.
Und es sind nicht nur, wie hier dargestellt, die Sexualhormone, eine ganze Reihe anderer Hormone und eine ganze Reihe anderer Stoffe sind in der Produktion ebenfalls betroffen. Und hier stehen nur die Sexualhormone, weil die natürlich in der Landwirtschaft und da besonders wichtig sind. Aber wie ich schon gesagt habe, es sind sehr viel mehr andere Stoffe. Da sollte man dazu erwähnen, dass bei Mäusen Versuche gemacht worden sind, wenn die bestrahlt werden, also nicht zu stark im Bereich unserer Grenzwerte, dann sind die in der fünften Generation irreversibel unfruchtbar. Das heißt, da kommen keine jungen Mäuse mehr raus. Bei Menschen gibt es keine Experimente, logischerweise, wie lange man es, wie viele Generationen man das mit Unfruchtbarkeit aushält. Aber das bei den Mäusen sollte uns doch eine Warnung sein. Es gibt bei anderen Lebewesen ebenfalls Experimente, da, also auch bis runter zu manchen Bakterien. Die Vermehrung wird manchmal massiv gestört, auch wenn es bei den Bakterien ganz andere Mechanismen sind. Gut, der zweite blaue Pfad sind Superoxide, die dann über viele chemische Zwischenschritte, von denen ich nur ein paar angegeben habe, freie Radikale entstehen. Das sind sehr aggressive chemische Stoffe. Meines Wissens nach entdeckt worden oder zumindest zum ersten Mal massiv untersucht worden im letzten Weltkrieg, als die Supersprengstoffe werden heute für Atombombenzündung verwendet. Aber dieselbe Gruppe von oder dieselbe Art von Chemikalien entsteht im Inneren des also im Zellkern. Und dann können Sie sich vorstellen, dass die Erbsubstanz angreifen mit den Folgen Erbschäden, Krebs. Noch ein paar Bemerkungen zu Krebs, weil es dazu viele Untersuchungen gibt. Wir wissen seit vielen Jahren, dass Funkstrahlung Krebs erzeugen kann. Aber die neuere Entwicklung ist jetzt für die augenblickliche, auch juristische Situation wichtig. Ich fange mit dem zweituntersten an, National Toxicology Program. Da wurden auf Anordnung der US-Regierung oder einer Regierungsstelle, muss ich sagen, Experimente gemacht an 7000 Ratten und Mäusen. Und das Wichtige an dem Experiment ist eigentlich nicht so sehr das Ergebnis, sondern die Tatsache, dass das aufgrund einer Anordnung einer Gruppe von der US-Regierung war. Wir haben viele wissenschaftliche Beweise vorher schon von der krebserzeugenden Wirkung der Strahlen, aber hier ist es etwas Neues, weil es eine Regierungsstelle war. Bisher konnte die Mobilfunkindustrie sagen, was interessiert uns die Forschung? Wir machen unsere eigene Forschung und da kommt das einfach nicht raus. Und da kann man das nicht mehr sagen, weil das amtliche Forschung war. Dieses National Toxicology Program hat ein paar Schönheitsfehler. Das erste, die Krebs bekommen haben nur männliche Ratten. Wir wissen nicht warum, bei anderen Experimenten, auch am Menschen bei Untersuchungen ist das anders. Aber hier hat es nur die männlichen Ratten getroffen. Und der zweite Schönheitsfehler war, dass die Bestrahlungsstärke sehr groß war, dass die Strahlung stärker war als unsere Grenzwerte. Und deswegen hat Frau Belpocci aus Italien mit ihrer Gruppe das Experiment wiederholt, mit weniger Tieren und eine Strahlungsstärke gehabt, die deutlich unter unseren Grenzwerten war. Sie hat auch die Grenzwerte mit eingeschlossen und hat dasselbe Ergebnis gefunden. Deswegen ist das Argument weg, dass nur eine so starke Strahlung die Krebs erzeugt, sondern auch eine schwächere Strahlung unterhalb unserer Grenzwerte. Und wichtig ist auch von unten her die dritte Stelle. Professor Lin war früher Lobbyist von der Mobilfunkindustrie. Und zwar massiver Lobbyist. Da ist es ja das Dogma, unbewiesenes Dogma, aber das behaupten die einfach, muss man glauben, dass Mobilfunk unterhalb der Grenzwerte
keine Schäden macht und dass die Schäden nur durch die Wärmeerzeugung von der Strahlung kommt. Das hat er mit verbreitet. Dann ist er pensioniert worden, war also etwas unabhängiger und hat dieses Ergebnis vom National Toxicology Program gesehen und hat dann in einer Zeitschrift der Industrie, in IEEE, veröffentlicht, klarer Beweis für die krebserzeugende Wirkung von Mobilfunkstrahlung. Clear Evidence heißt es wörtlich. Und das ist auch bemerkenswert, dass ein Lobbyist oder ein ehemaliger Lobbyist der Industrie schreibt, wir haben jetzt einen klaren Beweis für die krebserzeugende Wirkung der Strahlung. Aber es geht weiter. Als ich das in einem Gremium von Betreibern vorgetragen habe, hat es sofort geheißen, was scheren uns Tierexperimente? Ich meine, in der Pharmaindustrie sind Tierexperimente vorgeschrieben, aber hier sagen sie plötzlich, Tiere stören uns nicht. Aber Gegenargument, wir haben ja auch genügende Ergebnisse bei Menschen. Und die für mich wichtigsten sind die ersten, die hier zitiert werden, Arbeiten von Hardell, einem Schweden, der mit seiner Gruppe wirklich Tausende von ganz speziellen Tumoren im Gehirn untersucht hat. Tumoren, die entstehen, wenn man das Handy an das Ohr hält. Und hat einen klaren Zusammenhang gesehen zwischen Handynutzung und dieser Sorte von Tumoren. Das ist, glaube ich, sehr überzeugend, aber man muss wissen, das war nicht Ganzkörperbestrahlung, das war nicht von Funkmasten, sondern vom eigenen Gebrauch des Handys, weil sie eben ganz bestimmte Gehirntumoren nur waren. Es gibt andere Untersuchungen, die auch Ganzkörperbestrahlung mit einbeziehen, aber das sind andere Krebsarten. Das ist Brustkrebs, Prostatakrebs, Leukämie und Ähnliches. Auch da muss man sagen, wenn sowas im Einzelnen passiert, müsste man das doch eigentlich in der gesamten Bevölkerung sehen. Weil, wie ich eingangs gesagt habe, ja fast jede und jeder ein Handy hat oder ein Smartphone. Man sieht es. Und zwar zeigen das Daten des Robert-Koch-Instituts, wobei ich sagen muss, ich habe leider nur begrenzte Daten für die angegebenen Jahre und ich habe leider auch nur die Daten für diese wenigen Krebsarten. Aber das sind Dinge, die bekanntermaßen durch Strahlung entstehen. Und Sie sehen die Steigerung. Gehen wir wieder zurück, das ist eher Ganzkörperbestrahlung, zur Handynutzung. Wir haben gerade erst seit ein paar Wochen Daten von Frankreich, und zwar leider nicht von ganz Frankreich, sondern von den Metropolregionen, die etwa 80% der Fläche Frankreichs überdecken. Da haben sich in den Zeitraum zwischen 1990 und 2018 diese Zahl der sehr aggressiven Gehirntumore vervierfacht. Und Zuwachs in allen Altersgruppen, auch das ist ein Argument, dass eine andere Ursache da ist als einfach der altersmäßige Anstieg von Krebsarten und dass man ähnliche Daten auch in anderen Ländern gefunden hat. Diese Glioblastome können nicht nur durch Funkstrahlung entstehen. Eine Möglichkeit ist, dass bestimmte Agrargifte, also hier Pestizide, eine Rolle spielen. Nur, wenn man erstens von der Menge her das vergleicht, passt es nicht, dass das die wesentliche Ursache ist. Und auch, wenn man es von der Belastung der Leute her vergleicht, weil das ähnlich war in Stadtbezirken und in Landbezirken. Also auch da müsste man, wenn die Pestizide eine wesentliche Rolle spielen würden, einen großen Unterschied sehen. Ich habe gesagt, es sind ähnliche Dinge in anderen Ländern gefunden worden, sind nicht genau die gleichen Krebsarten. Leider, weil die Daten, die zur Verfügung stehen, immer sehr unvollständig sind. Aber das ist eine Studie aus Großbritannien. Und da sehen Sie, dass die Krebsarten, die für uns wieder, oder die Gehirntumore, die für uns relevant sind, kontinuierlich angestiegen sind,
zwischen 1995 und 2014, während sogar andere Gehirntumore in etwa gleich geblieben sind. Das sind Daten, die man nicht einfach so wegwischen kann, die vor allem sehr viele Leute betreffen. Das sind zwar seltene Krebsarten, aber wenn Sie ganz Frankreich nehmen, wenn Sie ganz Großbritannien nehmen, dann sind die betroffenen Leute doch ganz erheblich. Das sind Dinge, die man einfach nicht vernachlässigen darf. Jetzt zurück zur Frage, wie kommt es denn, dass trotz dieser wissenschaftlichen Evidenz, und wir haben Beweise, es ist eine Lüge, wenn man sagt, wir müssen weiter forschen, wir wissen es, dass Krebs und andere Krankheiten durch Funkstrahlung entstehen. Und trotzdem, wie kommt es, dass die Politik nicht reagiert, dass alles so bleibt, wie es ist? Da gibt es eine Lobbygruppe, ich habe ja vorher den Professor Lin erwähnt, der war ein Mitglied davon, die heißt International Committee for Non-Ionizing Radiation Protection. Internationales Komitee zum Schutz vor nicht ionisierender Strahlung. Internationales Komitee klingt doch gut. Ist ein privatrechtlicher Verein, eingetragen im Vereinsregister von München und wo? In Neuherberg im Bundesamt für Strahlenschutz. Und sogar mietfrei, weil wir müssen ja was tun für die Industrie. Und es ist also praktisch, wenn die da schon drin sind, mietfrei, dann macht das Bundesamt für Strahlenschutz für diesen Lobbyverein die Sekretariatsarbeit gleich mit. Und so ist außerdem noch, dass personelle Verbindungen bestehen. Nicht die jetzige Chefin, aber ihr Vorgänger war gleichzeitig bei IGNIRP. Ist doch praktisch, man spart sich Personal. Und die Kette geht dann so, dass IGNIRP die Vorschläge macht. Wie gesagt, sie haben das Dogma, falsche Aussage, aber Dogma, dass keine Schäden durch Mobilfunk entstehen, die nicht mit Erwärmung verbunden sind. Und da sind die Grenzwerte natürlich sehr hoch, denn erwärmt wird man durchs Handy wenig. Und deswegen kommen diese hohen Grenzwerte zustande. Das Bundesamt für Strahlenschutz übernimmt es, schon rein örtlich, und gibt diese Vorschläge an die Bundesregierung weiter. Denn die Bundesregierung hat ja das Bundesamt für Strahlenschutz geschaffen, um diese Gefahren zu untersuchen. Und nachdem die Bundesregierung da so wunderbare Vorschläge bekommt, bedankt sie sich bei IGNIRP mit jedem Jahr 100.000 Euro. So ist der Kreislauf geschlossen. Aber die Leute von IGNIRP sitzen nicht nur im Bundesamt für Strahlenschutz, die haben ihre Leute zum Beispiel in der EU-Kommission, im wissenschaftlichen Beirat. Zu meiner eigenen Ehrenrettung muss ich sagen, nicht im wissenschaftlichen Beirat des Parlaments, sondern nur der Kommission. Aber dort machen sie viel Unsinn. Sie haben 2015 eine große Studie geschrieben, wie ungefährlich das alles ist, und haben dabei natürlich die wichtigsten Arbeiten unterschlagen, andere Dinge verfälscht, aber darauf will ich jetzt nicht eingehen. Und sie sitzen außerdem im wissenschaftlichen Beratergremium der Weltgesundheitsorganisation, WHO. Und da haben sie eine ähnliche Funktion wie bei uns im Bundesamt für Strahlenschutz. Sie machen Grenzwertvorschläge. Und auch da bedankt sich die Industrie. Ich meine, ist ja klar, wenn sie für die Industrie arbeiten, muss er sich bedanken. Wir haben nicht die genauen Zahlen, aber in den letzten Jahren war es jeweils deutlich mehr als 100.000 Dollar pro, also für die Förderung dieser Leute, die da im EFM-Programm von IGNIRP mitarbeiten. So sehen Sie die Verflechtung. Und so sehen Sie auch, warum viele Länder in Europa und außerhalb von Europa diese Grenzwerte übernehmen. Hier ein kleines pikantes Detail. Die Russen haben in den Ende der 50er Jahre bis in die Anfang der 70er Jahre die US-amerikanische Botschaft in Moskau bestrahlt, mit Bestrahlungsstärken deutlich unter unseren Grenzwerten. Und die Effekte für die Leute, die drin gearbeitet haben, waren fürchterlich. Sehr viele haben Krebs bekommen, sehr viele haben andere Krankheiten bekommen. Pikanterweise zahlt die US-Regierung
den Angehörigen der Verstorbenen die Renten. Damit erkennen sie indirekt an, dass diese Mobilfunkstrahlung das verursacht hat. Die Russen zahlen natürlich nichts. Aber die Russen wussten, was sie tun und haben selbst im Ostblock die Grenzwerte deutlich niedriger gehabt, als sie heute bei uns sind. Und die Länder, die jetzt aus dem Ostblock entlassen sind, haben dann zum Teil unsere neuen westlichen höheren Grenzwerte angenommen. Gut, soweit zu IGNIRP. Jetzt noch ein paar Bemerkungen speziell zu 5G. Ich wiederhole nochmal, all das, was ich gesagt habe, gilt für den 800 MHz-Bereich von 5G, das heißt für die bisherige Anwendung von 5G. Es gilt zum größten Teil auch für die neuen Frequenzen, 3,4 bis 3,8 GHz. Aber 5G hat noch ein paar Besonderheiten. Denn der Sinn der Sache ist ja, dass die Dinge untereinander kommunizieren, nicht die ganze Übertragung über den Menschen gehen muss. Söder hat einmal gesagt, jede Milchkanne soll einen 5G-Sender haben. Ich weiß nicht warum, aber Söder will es. Und das erfordert natürlich eine ungeheuer hohe Zahl an Sendern. Es steht hier, wir brauchen dazu demnächst 200 Milliarden sendefähige Objekte auf der Welt. Und bei den höheren Frequenzen, oder anders ausgedrückt, nachdem so viel Information übertragen werden muss, wird man nicht drum herum kommen, auf höhere Frequenzen überzugehen, denn je höher die Frequenz, desto mehr Information können sie übertragen. Also wir brauchen die höheren Frequenzen, aber diese höheren Frequenzen haben nur sehr kurze Reichweite. Sie können das feststellen, wenn Sie in der Autobahn von München nach Nürnberg losfahren, kurz hinter dem Autobahnbeginn sind Beleuchtungsmasten, die oben kleine schwarze Kästchen haben, die für als Teststrecke für das autonome Fahren gedacht sind, die schon mit den höheren 5G-Frequenzen arbeiten. Und die haben eine Reichweite von 100, 150 Metern, weil alle, also auf jedem Masten ist so ein Kästchen drauf. Und jetzt können Sie sich vorstellen, in der Wüste können Sie nicht alle 150 Metern Masten bauen. In der Wüste gibt es Mobilfunkmasten, aber das sind Palmen. Wenn Sie mitten in der Wüste eine Palme sehen, dann schauen Sie genau hin in der Sahara, das sind Plastikpalmen und da sind oben Antennen drin. Aber das können Sie nicht in der Dichte machen. Sie können nicht alle 150 Meter oder alle 100 Meter so eine Plastikpalme hinstellen. Also kam die Idee, man macht es über Satelliten. Und wie es halt so ist, da gibt es viele konkurrierende Firmen. Eine Firma braucht so 6.000 bis 10.000 Satelliten. Und wenn Sie mehrere solche Firmen zusammennehmen, dann sind wir heute bei über 40.000 Satelliten, die raufgeschossen werden sollen. Die letzte Zahl, die ich gehört habe, war, dass 6.000 schon im Umlauf sind. Wie viel sie inzwischen geworden sind, weiß ich nicht. Und wie das praktisch aussieht, das sehen Sie hier. Das sind die Satelliten speziell von Musk. Das ist der Mensch, der auch Tesla mit den Elektroautos besitzt. Diese Satelliten sind zunächst in eine erdnähere Umlaufbahn gebracht worden und steigen dann langsam auf. Dieses Bild ist also speziell in dieser Nacht vom 27. auf den 28. Dezember aufgenommen worden. Aber das sehen Sie heute nicht mehr so, weil sich die Satelliten inzwischen verbreitet haben. Die sollen ja letzten Endes die ganze Erde umspannen. Ich glaube, Musk rechnet mit guten 6.000 Satelliten, die er persönlich raufschießen will. Jetzt denken Sie einfach an die Umweltfolgen. Diese zigtausende von sendefähigen Objekten brauchen Energie. Die Satelliten oben brauchen sehr viel Energie. Und ich habe noch nicht rausbringen können, ob die mit Solarpanelen arbeiten oder mit Plutoniumbatterien. Die brauchen sehr viel Energie, deswegen ist gar nicht unwahrscheinlich, dass die Plutoniumbatterien haben. Aber denken Sie dran, die bleiben ja nicht ewig oben.
die verlieren langsam, sehr langsam an Höhe und nach vielen Jahren werden sie irgendwann einmal in der Erdatmosphäre verglühen. Was ist dann mit dem Plutonium? Und das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, auch die Raketen, die man raufschießt, verbrauchen natürlich sehr viel Energie und verpesten die Atmosphäre. Die also klimaschädlichen Gase gehen ja gerade in die Höhe, wo sie am meisten schaden. Also auch das ist äußerst problematisch. Und ich frage mich manchmal schon, sind wir verrückt? Wir führen Energiesparlampen ein, deren Effekt minimal ist. Wir wollen den Verkehr umrüsten auf Elektro- oder Wasserstoffautos, was sinnvoll ist auf jeden Fall. Aber im Vergleich zu dem, was hier an Umweltschäden passiert, ist das ein Klacks. Und kein Mensch regt sich darüber auf. Also das sollte man doch genauer beachten. Dann gibt es aber noch weitere Schäden. Das erste ist, dass wir zum Übertragen dieser vielen Informationen natürlich mehrere Frequenzbänder nebeneinander haben müssen. Das heißt ein breiteres Band und damit auch mehr Energie. In den USA ist die Grenze für die Handys heute schon von 2 Watt auf 20 Watt hochgesetzt. Dann ist es so, dass sie heute bei den Mobilfunkantennen letzten Endes das ganze Gebiet rund um die Antenne versorgen. Das geht bei 5G nicht, weil sie für das einzelne Gerät, mit dem sie kommunizieren wollen, viel zu viel Energie brauchen. Das können sie nicht rundherum strahlen, das ging energetisch gar nicht. Deswegen wird bei den höheren Frequenzen, nicht bei den jetzt verwendeten, der Strahl gebündelt auf den Menschen, der ein 5G-Handy hat. Das heißt, wenn sie da entlanglaufen, dann folgt sie ihnen der Strahl. Was das praktisch bedeutet, ist klar. Die Älteren von Ihnen kennen noch die Taschenlampen mit den Birnchen drauf. Wenn Sie so eine Taschenlampe in einem Raum wie hier dunkel anmachen, sehen Sie gar nichts. Das Birnchen ist viel zu schwach. Deswegen haben die einen Reflektor und dann können Sie im Schein dieses Reflektors in dem engen Bereich ganz gut sehen. Da haben Sie genügend Energie, genügend Licht, um sogar zu lesen oder irgendwas zu machen. Genau das Gleiche ist bei 5G. Insgesamt ist die Energie gering, aber derjenige, der ein 5G-Handy hat und es angeschaltet hat, wird von einem starken Strahl verfolgt. Natürlich nicht nur er, sondern die Personen vor und hinter ihm genauso. Und denken Sie nicht, so ein Sender ist nur für einen Nutzer, sondern für viele. Das heißt, diese konzentrierten Strahlen gehen in sehr viele verschiedene Richtungen. Auch das wird eine deutliche, stärkere Belastung der Leute sein, die ein 5G-Handy haben. Gut, deswegen wird heute schon gefordert, die Grenzwerte hochzusetzen. Fassen wir nochmal zu. Achso, einen Effekt habe ich noch vergessen. Bei den höheren Frequenzen, die zukünftig verwendet werden, ist es ein wichtiger Effekt, dass die Strahlung sehr wenig in den Körper eindringt. Das ist etwas, was der Techniker schon von den Kurzwellen her kennt, geschweige denn von UKW, dass die Wellen, wenn sie hochfrequent sind, sehr wenig in den Körper eindringen. Die Industrie sagt, ist doch wunderbar, wenn die Strahlen kaum in den Menschen eindringen, kann kein großer Schaden entstehen. Ist falsch. Denn diese hohe Energie, und die Strahlen haben eine hohe Energie, die wird dann in einer sehr dünnen Hautschicht freigesetzt. Und was das bedeutet, können Sie sich vorstellen. Die Haut hat ja hier kaum einen Wärmetransport. Die äußeren Hautschichten sind wenig durchblutet, also deutlich unter einem Millimeter. Das heißt, die Energie bleibt da. Was passiert, können Sie von der UV-Strahlung her sehen. Auch da wird die Energie in einer sehr dünnen äußeren Hautschicht freigesetzt. Allerdings ist die UV-Strahlung schwach gegenüber dem, was wir bei 5G erwarten. Aber der Effekt ist auch da. Sie bekommen, wenn es stark genug ist, einen Sonnenbrand. Und so erwarte ich mir, es gibt noch keine Untersuchungen dazu, aber ich erwarte mir, dass bei diesen hohen Frequenzen sonnenbrandartige Erscheinungen bei Menschen auftreten. Nun klingt das relativ harmlos, aber Sie wissen, wenn man öfter Sonnenbrand hat,
steigt das Hautkrebsrisiko dramatisch. Und auch das ist etwas, womit wir rechnen müssen. Also das haben wir besprochen. Wir haben das Klima besprochen, Störungen bei der Biodiversität. Ein wichtiger weiterer Punkt ist die totale Überwachung. Dazu das Geschäftsmodell. 5G muss ja irgendwie finanziert werden. Die Dinge sind sehr teuer. Deswegen versucht man durch Datensammeln und Datenverkauf diese hohen Investitionskosten wieder reinzukriegen. Wie geht das? Es gibt intelligente Kühlschränke in Zukunft. Das ist explizit eines der Geschäftsmodelle. Intelligent heißt, dass der Kühlschrank ein Leseteil hat für diesen elektronischen Strichcode. Den kennen Sie alle. Die einfachen Strichcodes, die an der Kasse eingelesen werden, können ja ergänzt werden durch etwas dickere Strichcodes, die innen eine elektronische Schaltung haben. Dann brauchen Sie an der Kasse nicht mehr mit Ihrem Scanner draufgehen, sondern es genügt, wenn Sie vorbeigehen und die Kasse kann dann das auslesen kontaktlos. Das kann natürlich dann nicht nur die Kasse, sondern das kann Ihr intelligenter Kühlschrank auch. Das heißt, Ihr Kühlschrank weiß genau, was wann an Ware reinkommt und was wann herauskommt. Und eine typische Anwendung ist, dass Sie eine Nachricht auf Ihr Handy bekommen, heute ist Freitag, Sie essen doch freitags gerne Fisch, haben aber gerade keinen Fisch im Kühlschrank, bei Aldi gibt es ein Angebot für 5,99 Euro. Das ist eine harmlose Anwendung. Etwas lustiger ist die Anwendung, dass es ungelogen Windeln gibt, also in der Entwicklung, Sie können es noch nicht kaufen, die einen Chip haben, der Ihnen die Nachricht gibt, wann die Windel voll ist. Denn die dummen Väter und Mütter können ja nicht selber riechen, die brauchen die Nachricht aufs Handy. Weniger lustig ist eine andere Anwendung. Meine Frau hat vor kurzem einen Fernseher gekauft. In dem Fernseher ist eine Kamera. Ich will sehen am Fernseher, was andere Leute mit ihrer Kamera aufnehmen und nicht selber aufgenommen werden. Aber man muss dazu sagen, der Fernseher hatte noch keinen 5G-Sender, aber er hat eine Kabelverbindung. Das heißt, die Information kann in den Fernseher reingehen und kann wieder zurückgehen. Der Fernseher weiß, welchen Film Sie sehen, welche Filmszene Sie gerade sehen. Er weiß über Gesichtserkennen namentlich, wer zuschaut. Und neu in der Entwicklung, aber durchaus bereits anwendbar, ist die Emotionserkennung. Wird zurzeit oder wurde vor kurzem von einer flämischen Firma an China verkauft. Aber die Staaten können es auch so kaufen. Und das heißt, man weiß dann, bei welcher Filmszene wer, namentlich bekannt, welche Emotionen hat. Und damit wissen Sie mehr, als jeder Psychiater aus Ihnen rausbringen kann. Und das hat fatale Folgen. Das ist letzten Endes das Geschäftsmodell von 5G. Und heute ist es schon so, dass bei den Suchmaschinen, bei Google, das Hauptgeschäft nicht nur daher kommt, was Sie suchen, sondern auch wie Sie suchen. Wie Sie suchen, sagt sehr viel mehr über Ihren Charakter aus, als was Sie suchen. Und diese Daten werden verkauft. Werden einerseits verkauft an Werbefirmen, werden allerdings illegal weitergegeben, zum Beispiel an Cambridge Analytica. Und Sie haben ja in den Medien mitbekommen, die Wahl von Trump ist durch Cambridge Analytica beeinflusst. Trump hat sich öffentlich bedankt, indem er sich am Tag seiner Wahl auf der Bühne mit dem Chef von Cambridge Analytica gezeigt hat. Das waren Primitivdaten, das waren die Daten, die Google jetzt schon zur Verfügung hat. Wenn Cambridge Analytica oder andere Firmen jetzt die Daten vom 5G haben, dann geht das so weit, dass meiner Meinung nach eine Demokratie in unserem Sinn nicht mehr möglich ist. Denn man weiß genau, wo die Schwachpunkte jedes Menschen sind. Man kann da einerseits Werbung, andererseits Beeinflussung, sprich auch Wahlbeeinflussung schalten. Das geht so weit, dass Merkel vor einiger Zeit gesagt hat, wir brauchen in Zukunft kaum noch Wahlen.
denn wir wissen eh, was die Leute wollen. Ich meine, das ist positiv ausgedrückt. Das heißt, meiner Meinung nach kann eine Demokratie, so wie wir sie heute haben, nicht mehr bestehen, wenn wir 5G haben. Gut, dann können wir die nächsten Dinge übergehen. Das sind die Länder angezeigt, wo der Mutterkonzern von Cambridge Analytica heute schon tätig ist und war. Der hat bisher über 100 Wahlen beeinflusst. Mit den Primitivdaten von Google jetzt. In Zukunft wird es natürlich etwas ganz anderes sein. Gut, dann gibt es eine ganze Reihe nicht nur von Initiativen, die 5G ablehnen, auch manche staatliche Institutionen haben gesagt, das wollen wir nicht. Brüssel, der Fall ist bekannt, die ehemalige Gesundheitsministerin der Region Brüssel, nicht der Stadt Brüssel, hat 5G abgelehnt, weil die Grenzwerte, die niedriger sind als bei uns heute, erhöht werden hätten müssen. Das hat sie abgelehnt. In Italien ist der Widerstand sehr groß. Und da habe ich vergessen, das anzupassen. Das sind nicht 22 Städte, das sind inzwischen 100 Städte. Und in der Schweiz haben sich 3 Kantone geweigert. Aber die Schweizer Zentralregierung hat gesagt, was stört mich die regionale Regierung, was stört mich die Meinung der Bürger. Wir bauen die Mobilfunkmasten, die 5G-Masten trotzdem. Und im Kanton Genf sind bereits Masten errichtet worden, auf Anordnung der Zentralregierung. Wie sowas legal möglich ist, verstehe ich nicht. Denn es ist die Zuständigkeit der Kantonsregierungen einfach ignoriert worden. Das wird mit Sicherheit weitere gerichtliche Auseinandersetzungen mit sich führen. Wir können gespannt sein, wie es weitergeht. In den Niederlanden geht man einen anderen Weg, da versucht man es über Prozesse zu machen. Jetzt wollte ich Sie heute Abend nicht mit lauter schlimmen Nachrichten belämmern, sondern wollte einfach eine Alternative aufzeigen. Erinnern sich, eingangs habe ich gesagt, 5G kommt in 3 Stufen. Die weitreichende Verbindung mit den heute schon üblichen Frequenzen, die in naher Zukunft um 3 GHz herum und die ganz kurzreichweitige, die man mit WLAN vergleichen kann. Und da gibt es eine andere Technik, da gibt es Lichttechnik. Man kann Licht modulieren, das ist sogar sehr billig. So eine Diode kostet im Bereich von einigen Cent. Die ganze Anlage kriegen Sie vielleicht für 250 Euro zurzeit. Und damit können Sie als Ersatz von WLAN oder dieser kurzreichweitigen 5G-Strahlung Licht verwenden oder Infrarot. Und zwar ist das Licht oder muss nur so schwach sein, dass Sie es kaum wahrnehmen. Infrarot nehmen Sie sowieso nicht wahr. Das heißt, mit diesem extrem schwachen Licht- oder Infrarotstrahlung können Sie sogar mehr Daten übertragen als heute mit 5G. Und deswegen bin ich optimistisch. Diese Technik bringt enorme Vorteile. Und vor allem auch höhere Datenraten. Man geht zu immer höheren Datenraten über. Deswegen werden wir in Zukunft gar nicht drum herum kommen, Infrarot oder Licht zu verwenden. Die Nachteile sind dieselben wie bei 5G. Das heißt, sehr kurze Reichweite. Sie dringt nicht durch Mauern durch, nicht durch Fenster. Aber das ist gleichzeitig ein Vorteil. Schauen Sie unten, der Datenschutz. Was dann in Ihrer Wohnung an Daten erhoben wird, bleibt in Ihrer Wohnung, es sei denn, Sie erlauben es, über Kabel, am besten Lichtleiter, rauszugehen. Aber Sie haben die Kontrolle. Das heißt, was einerseits ein Nachteil ist, ist hier ein großer Vorteil. Dann sind keine Gesundheitsschäden bekannt, auch nicht zu erwarten, denn Licht und vor allem dieses extrem schwache Licht ist wohl extrem unwahrscheinlich, dass die irgendwelche Schäden macht. Kurz, wir haben eine ganze Reihe von Vorteilen. Wir haben mehrere Firmen bereits in Europa, die solche Anlagen liefern. Es ist möglich und da müssen wir hin. Das ist einfach eine politische Forderung.
Aber jetzt ganz zum Schluss noch ein paar Tipps. Ich fasse mich kurz, was Sie selber tun können, auch bei der gegenwärtigen Strahlung. Das erste ist, sind ein paar Tipps, wenn die Strahlung da ist, wenn Sie es nicht vermeiden können. Bei den Handys, bitte nie ans Ohr tun. Es gibt sogar jetzt eine ganze Reihe Firmen, zum Beispiel Apple, die schreiben im Kleingedruckten bei der Bedienungsanleitung, tun Sie das Handy nicht ans Ohr, weil Prozesse laufen, Schadensersatzprozesse. Wenn der erste Prozess in den USA gewonnen wird, in anderen Ländern haben wir schon gewonnene Prozesse, haben die Firmen ein Problem, weil dann müssen sie Schadenersatz zahlen. Und um sich von diesen Schadensersatzzahlungen freizukaufen, schreiben Sie hin, Handy nie ans Ohr. Und wenn Sie dann eine Klage für sich einreichen, dann wird der Richter fragen, haben Sie einmal in Ihrem Leben Ihr Handy am Ohr gehabt? Und wenn Sie das nicht glaubwürdig verneinen können, erlischt Ihr Schadensersatzanspruch. Das ist der finanzielle Hintergrund. Tatsache ist, dass es tatsächlich Probleme macht. Ich erinnere an die Versuche oder an die Untersuchungen von Hardell. Deswegen telefoniere ich, wenn es von der Umgebung, vom Geräuschen her halbwegs möglich ist, so, dass ich beim Handy den Lautsprecher einschalte und das von mir weghalte. Alternative sind Kopfhörer mit Schnur, nicht Funkkopfhörer. Aber hier muss man auch aufpassen, da gibt es welche, die die Strahlung weiterleiten als Antenne. Wenn, dann kaufen Sie solche, wo der Lautsprecher in der Mitte ist und hier nur Plastikröhrchen raufgehen. Aber das sind Details. Wichtig ist, dass man das Handy nie in der Hosentasche hat. Ich habe vorher schon drüber gesprochen. Gerade wenn Sie sich bewegen und von einer Funkzelle in die nächste gehen, dann sagt das Handy in voller Stärke, ungebremst, hallo, ich verlasse jetzt die Funkzelle, ich brauche keinen Platz mehr. Und zur neuen Funkzelle sagt es, hier bin ich, ich brauche einen Platz. Und das in voller Stärke. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein Auto und fahren damit mit angeschaltetem Handy durch die Stadt. Das sind dauernd Funkzellenwechsel. Das heißt, diese Handys strahlen ständig mit höchster Leistung. Das sollten Sie sich sparen. Ein wichtiger Punkt ist, das habe ich vorher bei den Schweinchen nicht erwähnt, die Schäden sind zum seltensten Fall dadurch entstanden, dass die DNA, also die Erbsubstanz, selbst direkt chemisch geschädigt ist. Sondern der wichtigere Effekt ist, dass bei der Zellteilung sich ja die Erbsubstanz, die DNA, wieder zusammenfinden muss. Und wenn die bestrahlt wird, gerade über die ungleiche Ladungsverteilung, entstehen Fehler beim Zusammenschalten dieser Erbsubstanz. Und wenn es Doppelstrangbrüche sind, dann sind die schwer heilbar. Das heißt, die meisten Schäden entstehen bei der Zellteilung. Bei Embryo im Mutterleib ist die Zellteilung am größten, am schnellsten. Je älter das Kind wird, desto langsamer wird es, bis sich im Alter von 18 so ungefähr stabilisiert. Auch wir haben ständig Zellteilung, aber viel weniger. Was bedeutet das für den Funk? Das heißt, dass ein Embryo, ein kleines Kind im Mutterleib nach der Zeugung am stärksten gefährdet ist und überhaupt im Mutterleib sehr stark gefährdet ist. Das bedeutet, dass schwangere Frauen extrem vorsichtig sein müssen. Handy nie in Kinderwagen, auch beim Telefonieren bei der Schwangerschaft extrem vorsichtig. Aber das ist ein Problem, denn in den ersten Wochen weiß man ja meistens noch gar nicht, dass man schwanger ist. Das heißt, junge Frauen müssen grundsätzlich aufpassen. Das zur Warnung. Und da noch ein anderes Problem. Die besseren Autos haben Seitenradar. Einerseits auf der linken Seite sehr nützlich, wenn man zum Überholen ausscheren will. Und es setzt ein anderer hinten zum Überholen an, die Fahrbahn ist blockiert, dann erscheint ein Warnlicht im Rückspiegel. Das ist das Radar auf die linke Seite. Die größeren Autos haben zum Teil auch Radar auf der rechten Seite, die warnen sollen, wenn man rechts abbiegen will und auf diese Weise
viele tödliche Unfälle verhindern helfen. Sehr sinnvoll alles. Aber wenn so ein Auto fährt und Sie fahren mit dem Kinderwagen, mit dem kleinen Kind an der Hand oder schwanger die Straße entlang, ging ständig diese Radarstrahlung ab. Mit fataler Wirkung. Also auch hier bitte besonders vorsichtig sein. Eine zweite kleine Geschichte noch. Wie können Sie Strahlenquellen vermeiden? Schnurlostelefone sind immer ein Problem. Wenn ich in eine Wohnung gehe zum Messen, dann ist meistens das Schnurlostelefon die stärkste Strahlungsquelle. Bei den Schnurlostelefonen gibt es Öko-Telefone, die erstens die Leistung runterregeln auf ein Niveau, das halt gerade für die Verständigung nötig ist. Die normalen strahlen ständig mit voller Stärke, und zwar ständig, das ist das Problem. Nicht nur, wenn sie sprechen. Und auch dieser Unsinn ist bei den Ökotelefonen meist nicht da. Aber wenn Sie so ein Ökotelefon kaufen, dann heißt es nicht, dass es von vornherein so funktioniert, sondern Sie müssen sich mühsam durch die Bedienungsanleitung durchlesen und eine ganze Reihe von Schritten machen, um das einzuschalten. Gut, WLAN ist ein Problem. Basisstationen von WLAN, von Schnurlostelefonen, nie ins Schlafzimmer, nie ins Kinderzimmer, im Wohnzimmer möglichst auch nicht. Bluetooth, also Funkmäuse, Funktastaturen sind ein Problem. Bluetooth hat man auch für die Funkkopfhörer. Ist meiner Meinung nach keine gute Sache. Auch im Auto wird sehr viel, vor allem bei den teureren Modellen, sehr viel mit Bluetooth gearbeitet. Deswegen meine Empfehlung, wenn Sie schon ein Auto kaufen, dann das billigste auf dem Markt. Das hat am wenigsten von dieser Strahlung. Gut, noch ein kleiner Tipp. Die meisten Smartphones, nicht alle, lassen es auch zu, dass die Daten über das Ladekabel eingeschleust werden. Dazu braucht man einen speziellen Adapter, den man kaufen kann. Aber es geht leider eben nicht bei allen. Gut, soweit die persönlichen Tipps. Jetzt noch ein paar politische Forderungen. 5G-Ausbau stoppen, denn es heißt immer, wir warten ab, bis wir wissen, ob es gefährlich ist oder nicht. Wir wissen es, dass es gefährlich ist. Also Stopp, ist ganz klar. Dann Datenübertragung bei stationären Stellen über Glasfaser. Geht schneller, Sie bekommen mehr Daten mit mehr Sicherheit durch. Also hat auch technische Vorteile. Und wenn Sie bewegt sind, dann eben über Datenlicht. Wie WLAN, nur kleiner Kreis, aber sicher. Gesundheitsschutz und auch die Datensicherheit ist größer. Es ist der größte Unsinn, wenn man gerade bei 5G sagt, man will die schnurgebundenen Telefone abschalten, man will nur noch per Funk versorgt werden, da müssen sie von außen mit diesen Funkquellen versorgt werden, die gar nicht geeignet sind, durch die Wände durchzugehen. Das heißt, sie brauchen eine irrsinnige Leistung, um das überhaupt durch die Wände durchzubringen, ist ein absoluter Schwachsinn. Deswegen die Forderung, nicht die Telefonverbindung, die Datenverbindung von außen in die Wohnungen, dazu gibt es Glasfaserkabel, gibt es Telefonleitungen. Dann WLAN in den Schulen. Sie wissen, dass sehr viel Geld ausgegeben wird. Auch unsere bayerische Regierung macht Druck. Ich sage bewusst, es ist ein Verbrechen. Denn wir wissen... Wir wissen, dass da Schäden entstehen. Es gibt genügend wissenschaftliche Arbeiten darüber. Ganze Reihe. Also wer es trotzdem tut, der schädigt unsere Kinder bewusst. Und schließlich noch diese zum Glück relativ kleine Gruppe von elektrohypersensiblen Menschen, die zum Teil derart leiden, dass sie es nicht mehr aushalten. Ich habe es ja eingangs erzählt. Wenn Sie eine völkische Gruppe beleidigen, Romas oder wen immer, werden Sie mit Recht bestraft, mit Recht. Wenn Sie diese Gruppe beleidigen oder sogar physisch schädigen, ihnen das Leben unmöglich machen, dürfen Sie das, ungestraft. Wo sind wir denn? Eine Demokratie,
zeichnet sich dadurch aus, dass sie auch Randgruppen, auch kleine Gruppen respektiert in ihrem Lebensrecht. Das ist hier nicht der Fall. Deswegen unsere ganz zentrale Forderung, wir brauchen Gebiete, die funkfrei sind. Gebiete, in denen solche Menschen in Würde leben können. Gut, das war's im Wesentlichen. Erlauben Sie mir bitte noch einen Schlusssatz. Der ganze Abend heute hat für mich den Sinn, nicht Sie traurig zu machen, sondern Sie rebellisch zu machen. Wir müssen kämpfen. Wir sind noch eine Demokratie. Wie lange noch, das hängt von uns ab. Und deswegen der Lieblingsspruch meiner Frau, wer in der Demokratie schläft, wird in der Diktatur aufwachen. Helfen Sie, dass das nicht passiert. Danke. Also 5G ist ja Körperverletzung. Inwieweit gibt es Möglichkeiten, rechtlich dagegen zu prozessieren? Zum Beispiel eine Bürgerinitiative in einer Schule macht einen Prozess gegen diese WLAN-Geschichten. Inwieweit gibt es wissenschaftliche Beweise? Haben wir überhaupt eine Chance? Weil man kann davon ausgehen, dass die Gerichte ja auch mit dem Staat etwas verbündet sind. Die Chancen sind im Augenblick gering, weil die Gerichte sagen, was unter den Grenzwerten ist, ist ungefährlich, das ist die Aufgabe der Grenzwerte. Wir sind allerdings dran, diese Grenzwerte in Frage zu stellen. Es gibt eine neue Verordnung der 26. Bundesemissionsschutzverordnung, furchtbares Wort, wo diese Grenzwerte festgelegt sind. Es wird vermutlich demnächst nochmal eine neue kommen für die höheren Frequenzen. Da müssen wir reingehen. Das heißt, der Weg ist meiner Meinung nach weniger von solchen Klagen her, als grundsätzlich die Grenzwerte in Frage zu stellen. Das ist der Fall. Andererseits sind wir in einem Fall sehr weit. Wir werden, hoffe ich, demnächst beim Bundesverwaltungsgericht hier eine Klage einreichen. Durch die anderen Instanzen sind wir durch. Also es ist ein schwieriger Weg, aber wir versuchen ihn. Also was ich jetzt machen werde, ist, es gab es in Freiburg, dass quasi dass es eine außerordentliche Bürgerversammlung einberufen wurde. Und das haben wir in Bayern besprochen mit der Gemeinde, dass wir einfach den Bürgern sagen, es gibt ein wichtiges Thema und das ist absolut ein wichtiges Thema. Man braucht eine bestimmte Zahl von Unterschriften und dann wird das eine ganz öffentliche Veranstaltung. Und genau diese Informationen brauchen möglichst alle Bürger und nicht nur die, die schon in diese Richtung schon sensibel sind, sondern das gilt es anzubieten. Ja, der Vortrag hat mir jetzt nochmal Schub gegeben, das in Gutenberg zu machen. Und es gibt hier viele Leute, jeder ist in seiner Gemeinde und könnte sowas starten. Und vielleicht kann man da auch vielleicht ein Netzwerk machen, der das anstößt. Und ich kann gerne auch nicht dazu kommen. Eine hervorragende Idee, aber denken Sie dran, dass es keinen gesetzlich verpflichtenden Weg für den Bürgermeister oder wer immer das macht, gibt, sondern das muss der öffentliche Druck sein. Das heißt, wenn so eine Versammlung ausgerufen wird, muss es genauso gehen wie in Freiburg. Da sind solche Mengen von Bürgern erschienen, dass die Betreiber freiwillig gesagt haben, dagegen wollen wir nicht angehen. Und also es hängt von uns ab. Kann man sich in einer Mehrfamilienwohnanlage gegen den Einbau von smarten Wasser- und Heizungszählern werden, wenn ich da ein Mehrheitsbeschluss und sind viele dabei, die sind für die Kürzeren sein, die stören sich gar nicht mit, aber es ist immer Zeit, der Röder, wenn ich ein Problem damit haben, sich da nicht mehr. Es ist so, wenn Sie Mieter sind und Ihr Vermieter akzeptiert das, haben Sie nach einem Gerichtsentscheid keine Chance. Wenn es eine Eigentümergemeinschaft ist, ich bin selber gerade in der Lage, dann kommt es darauf an, ich meine, der Beschluss muss einstimmig sein, bin mir aber nicht sicher.
sicherer ist es, also da kommt, glaube ich, gerade eine Antwort drauf, sicherer ist es auf jeden Fall, vor dem Beschluss in der Versammlung die Stimmung so zu machen, dass nicht einstimmig beschlossen wird. Bei unserer Gemeinschaft haben wir sich jetzt darauf geeinigt, wer es haben will, soll es haben und wer nicht, der soll es nicht haben. Das Problem dabei ist, dass die natürlich die Strahlung nicht auf die Wohnung begrenzt ist, aber man muss heute mit dem WLAN, mit dem Schnurlostelefon der Nachbarn sowieso abschirmen. Es ist traurig, aber es ist so. Aber vielleicht hier direkt eine Bemerkung dazu. Wenn wir von Rechtssituationen sprechen, dann sprechen wir von den menschengemachten Gesetzen. Ihr habt von irgendwoher gemacht. Wir sind aber Menschen, lebendige Menschen, und wir haben ein Naturrecht. Das heißt, das, was wir mit der Geburt als Rechte mit in die Wiege gelegt bekommen haben, was ist das? Das ist unser natürliches Rechtsempfinden. Das bedeutet, Naturrecht dient dem Menschen, geht vom Menschen aus. Das heißt, jeder, der dagegen verstößt, verstößt gegen mein unveräußerliches Recht. Und das, finde ich, müssten wir uns ins Bewusstsein wieder herholen. Die Massenmedien wollen uns wegbringen von dieser Idee. Durch eben, schaffen wir das nicht. Also was sehen Sie, Herr Buchner, in diesem Bereich als Möglichkeit? Leider ist es so, dass wir in Deutschland mit Naturrecht keine Gerichtsentscheide gewinnen. Aber wir haben zum Beispiel im Grundgesetz ganz gute Artikel, Artikel 2 zitiere ich, es gibt mehr, die man da anwenden kann. Es ist im einzelnen Fall schwierig, weil man immer das Dilemma hat zwischen Grenzwerten, die von vornherein von den Gerichten als Schutz anerkannt werden. Und deswegen ist eben die Schwierigkeit nachzuweisen, dass unsere Grenzwerte falsch sind. Das Thema kommunale Handlungsfelder würde ich gerne ansprechen. Also wenn ich jetzt mich so, ich habe mich so reingearbeitet in die Materie und dann gibt es hier eine Position, wo ich sagen könnte, als Kommune kann ich gar nicht so viel tun, weil es ist ja beschlossen und ich kann höchstens noch steuern, wo Masten aufgestellt werden. Das würde ich Sie gerne fragen, was gibt es denn so auf kommunaler Ebene für Möglichkeiten, da steuernd mit einzugreifen? Da gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine für kleine Gemeinden oder kleine Ansiedlungen, Dörfer oder Ähnliches. Die können mit einer Ortsgestaltungssatzung die Masten aus ihrem unmittelbaren Gebiet verbannen, vorausgesetzt, es ist möglich, an irgendeiner anderen Stelle einen Masten zu bauen, der dann die Gegend versorgt, in Anführungszeichen. Für größere Gemeinden, Städte geht eigentlich etwas anderes, das ist der Flächennutzungsplan. Da kann man bestimmte Regeln einführen. Auch hier ist gesetzlich die Voraussetzung, dass Sie nicht die Funkversorgung, ich mag das Wort Versorgung nicht, aber es ist halt der juristische Term, dass die sichergestellt ist. Deswegen ist hier eine Methode, die sich bewährt hat, dass eine Stadt oder eine große Gemeinde ein Büro beauftragt, die Standorte zu optimieren. Und dann hat diese Stadt die Möglichkeit, das auch durchzusetzen. Die Betreiber wollen das nicht. Denn wenn man die aus der Stadt oder aus irgendeinem Gebiet draußen haben will, müssen sie unter Umständen Hochspannungskabel legen. Das kostet und das wollen sie vermeiden. Aber mit einer solchen Satzung kann man sie dazu zwingen. Also deswegen mein Rat, wenden Sie sich an eine entsprechende Firma, lassen Sie die Standorte optimieren und setzen das dann auch in einem Flächennutzungsplan durch. Also in Kempten, wie das in Kempten aussieht. Wir haben 2008 in Kempten einen Stadtratsbeschluss herbeigeführt, wo genau das gemacht wird. Wir haben ein Institut beauftragt, wenn ein Mobilfunkbetreiber kommt und sagt, er möchte da einen Masten haben, dann wird untersucht, wo wir einen Masten,
der weniger Strahlenbelastung hat, der sinnvoll ist, bauen können. Und die Mobilfunkbetreiber halten sich auch daran. Das Problem bei der Verwaltung ist, dass manche Versprechungen nicht umgesetzt werden, aber das ist ein anderes Thema. Wir wollen auch Mobilfunkmasten, die große Strahlen haben, abbauen und dafür an anderer Stelle welche aufbauen. Das ist uns oftmals gelungen, aber in einem Fall bisher nicht, weil sich eine Mobilfunkfirma da immer noch weigert, dort ihren Masten abzubauen. Aber in Kempten funktioniert es aber nur, weil wir das gewollt haben. Und die Mehrheit im Stadtrat in Kempten ist äußerst skeptisch, was Mobilfunk anbelangt. Die halten uns alle für Spinner. Und ich erwähne das jedes Jahr in der Generalabrechnung, auch nächste Woche wieder, was hier Mobilfunk anbelangt. Nur als Ergänzung zu dem, was Sie gefragt haben. Danke. Ja, noch Frage wegen der Sendeleistung gerade von den starken Masten. Wie begründen die das damit? Weil Italien, also nach meinem Kenntnisstand, hat ja einen Grenzwert von 1% des Deutschen und die Stadt Salzburg hat ja 1 Promille bloß, also ein Tausendstel. Ist das nach wie vor aktuell? Also ist mein Kenntnisstand von vor einiger Zeit und in Salzburg geht halt in der Tiefgarage dann kein Handy und man braucht es dann ja auch nicht. Aber es gibt ja andere, die es eben machen oder die es eben 5G ablehnen, aber die müssen darauf hier antworten. Warum lehnen die das ab und warum geht es bei uns? Also in Italien ist der Grenzwert nicht einheitlich. Der ist sehr unterschiedlich in den einzelnen Regionen. Und in Salzburg war tatsächlich der Grenzwert 100 Mikrowatt pro Quadratmeter. Im Vergleich zu den 4,5 Millionen fürs D-Netz und knapp 10 Millionen fürs E-Netz. Das bedeutet, in Salzburg hat Mobilfunk sehr gut funktioniert. Es ist heute leider abgeschafft worden, weil das eine freiwillige Vereinbarung war, der Stadt Salzburg mit 3 Mobilfunkbetreibern. Und dann kam ein neuer, ein vierter, und der hat gesagt, was geht uns die alte Vereinbarung an? Wir machen, was wir wollen, innerhalb der offiziellen Grenzwerte, und haben aufgerüstet, haben stärker gesendet, und dann haben die anderen 3 gesagt, wenn der es macht, dann machen wir es auch. Offiziell heißt es, wenn Sie von den Betreibern lesen, das war in Salzburg technisch nicht möglich. Das hat nicht funktioniert. Das ist falsch. Es hat funktioniert. Es hat jahrelang sehr gut funktioniert. Aber rein praktisch waren die Verträge falsch geschlossen, sodass ein vierter Anbieter das kaputt gemacht hat. Ja. Wie ist die denn entstanden, dieser Prozentsatz? Also wie kommt man da drauf, wie hoch der Anteil der Bevölkerung der Hypersensiblen ist? Das sind ganz grobe Schätzungen amtlicher deutscher Stellen. Das ist die große Frage, weil bei den höheren Zahlen, also mit mehreren Prozentsätzen, da ist es so, dass das Selbstangaben der Leute sind und die sind zum großen Teil falsch. Denn das muss medizinisch untersucht werden, sonst zählt das zumindest für mich nicht, weil viele Leute andere Dinge damit reinnehmen. Die Beschwerden sind eben zum großen Teil unspezifisch. Deswegen können sie ganz unterschiedliche Ursachen haben. Selbstangaben halte ich hier nicht für sachgerecht. Und diese Zahl deutlich unter 1%, das sind die Leute, wo bekannt geworden ist, dass sie nicht mehr in ihrer bisherigen Wohnung wohnen. Weil die wären dann Die Gerichte sind hier, sagen wir mal, etwas schwierig. Eine Möglichkeit ist, wenn der Kalziumspiegel zu stark sinkt und reproduzierbar mit der Strahlenbelastung, dann ist es, glaube ich, ziemlich eindeutig. Wir haben einen Fall gerichtlich durch viele Instanzen verfolgt, wo das Redoxpotenzial der ganzen Familie, wenn sie bestrahlt worden ist, also zu Hause waren, miserabel war, nach dem Urlaub vernünftig und wenn sie dann wieder Zeit zu Hause gewohnt haben, war er im Keller. Das bedeutet, dass es solche Beweise oder Beobachtungen, sage ich einmal,
in Einzelfällen durchaus gibt, aber die Gerichte erkennen das nicht an. Im Gegenteil, ich habe gerade in dem Fall beim Oberverwaltungsgericht den Prozess mitverfolgt. Die Boshaftigkeit, muss ich schon sagen, mit der der Richter diese Leute angegangen hat, war unglaublich. Also da müssen wir grundsätzlicher dran. Ganz kurz, Sie haben das Seitenradar beim PKW angesprochen. Ja. Das ist ja das sogenannte autonome Fahren, was auch Busse, was auch sonstiges. Diese Fahrzeuge haben ja sehr starke Überwachung des Umweltes, sogar Radarüberwachung, was die Leute auf sich stehen, was die Ja, also ich darf wiederholen, allein die Überwachung dieser autonom fahrenden Fahrzeuge gibt natürlich auch eine starke Belastung der Fußgänger, die da in der Gegend sind. Ohne Zweifel richtig. Wenn ihr drei Wir sind gerade nicht von den Wissenschaftlern, sondern als Studie habe ich einen Auftrag gegeben, dass wir die persönlichen Verflechtungen der Mitglieder von ICNIRP untersuchen, öffentlich darstellen und zeigen, dass die als Beratergremium nicht tragbar sind. Das widerspricht damit explizit gesetzlichen Regelungen, gerade in Deutschland. Das habe ich in einer früheren Arbeit schon in einer Juristenzeitschrift gebracht. Also da läuft was. Wie schnell wir zum Ziel kommen, weiß ich nicht. Diese Studie wird in 2 Monaten etwas fertig sein. Wir danken Herrn Professor Büchner für diesen sehr aufschlussreichen, wir sind ja alles Fachleute hier, aufschlussreichen Vortrag. Und wünsche eine gute Heimreise sowohl nach München jetzt als auch dann später wieder nach Brüssel. Okay?